Hallo und willkommen zurück zu Jagdalliance 3. Wir hatten zuletzt ja unseren Charakter gebaut, unsere Gruppe zusammengestellt mit den Söldnern Blatt. Das ist so ein Rambo-Typ mit Wurfmessern, Eis, der kann mehrfach mit seiner Pistole schießen. Dann, also mit einem Angriff. Fox kann vor allem Dingen, hat ihn ein Talent für eine besonders gute Eröffnung, die ist super geschickt. Außerdem Barry ist unser Sprengstoffexperte und der MD, das ist ein sehr cleverer Arzt, der aber leider weder schießen noch sich bewegen kann. Naja, nicht besonders gut, bewegen können sich alle. Wir sind hier auf der Insel angekommen, haben die ersten paar Gegner platt gemacht. Das war allerdings jetzt nicht so der super repräsentative Kampf, würde ich sagen. Und ich werde versuchen, euch das jetzt hier ein bisschen genauer zu erklären beim nächsten Kampf, was man denn da, wie das funktioniert, was man beachten muss. Und ja, da werden wir jetzt hier rüberreisen, einfach die Gruppe anklicken und dahin. Da können wir nochmal sehen, Gesamtzeit dauert 12 Stunden. Wir sehen das unten noch auf dieser Zeitlinie, wo das wäre. Und da steht jetzt hier Truppengeschwindigkeit bis 15%, Terrain ist schwer. Es gibt eben hier später auch noch so Wege und so weiter, womit das dann schneller geht. Das hier dauert lange, das ist keine besonders gut ausgebaute Insel. Wir können unten auch sehen, wann die Verträge auslaufen. Tag 7, Tag 9 und so weiter. Oder nicht Tag 9, sondern es ist der 9. April. Wir sind am 4. April 2001, wie man da oben rechts sehen kann. Und ja, laufen wir mal los. Und dann sind wir hier, haben die Felsenpythons, das sind nur zufallsgenerierte Namen. Und da haben wir einen Scharfschützen und 5 Schergen. So, los geht's. Wir sehen hier wieder, ist klarer Himmel, keine Infos. Okay. Und was man am Anfang machen sollte, wenn man die Zonen noch nicht kennt, ist, man kann übrigens mit Alt wieder das hier einblenden, was wir gefunden haben, wieder interagieren können. Was man am Anfang machen sollte, ist immer in Stealth gehen, um alles zu erkunden, um nicht in die Arme von Gegnern zu laufen und das versehentlich zu triggern. Ist so schon frickelig genug, sage ich mal, mit dem Kampfstart. Da braucht man das sich nicht extra schwer machen. Dorfbewohner. Decided to sneak away, but there are more of them here. You will sneak up on them and shoot them, right? Ja, das versuchen wir. Ich gehe jetzt hier mal aus dem Stealth raus, einfach damit ich mich schneller bewege, weil ich weiß, wo die Gegner sind. Wir können hier hochkraxeln, dann sehen wir die Gegner hier auf der anderen Seite. Die werden wir zuletzt erledigen. Es gibt ja leider keine Minimap oder so für diese Zone. Man kann aber, es gibt eine Taste, womit man so einen Übersichtsmodus gehen kann. Und wenn man was vorher Intel gesammelt hat über den Sektor, dann wird einem das auch angezeigt. Also man kann theoretisch auch so spielen. We're moving. Let's move. Hold up. Check this out. Ein paar Blümchen zum Pflücken. Medizin. Und da haben wir Arzneien. No problem. Sneaking up on this Bastion's boy so long. I think I heard more gunshots. They were supposed to just sneak past the guards and kidnap the bitch. Take it easy. They probably sneaked in, then shot them. Then I guess maybe they shot some more of them or shot them again, just to be sure. What if someone sneaks up on us just like that? Never happen. We are way too small for that. Okay, also wir haben hier 2 Leute und die sind hier sehr weit am Hin- und Herlaufen. Wir haben hier oben einen Typen, der bleibt verhältnismäßig in diesem Bereich. Dann haben wir hier einen, ich glaube, der ist, weiß ich nicht genau, wie weit er hier über die Brücke läuft. Und wir müssen die Charaktere eben möglichst gut so verteilen, dass wir die Gegner möglichst in der ersten Runde anstürmen können aus allen Seiten und zermatschen. Und das werden wir hier mal probieren. Das Problem ist natürlich, dass das alles in Echtzeit läuft. Man das nicht pausieren kann. Der hat jetzt den Blatt gefunden. Jetzt müsste man den wieder auf Seite bewegen. So.
Und den müssen wir aber gleich ranziehen und dann gleichzeitig mit allen anderen ranziehen und dann die Kampferöffnung machen. Also das ist alles ein bisschen frickelig von der Kampferöffnung. Also da würde ich mir was anderes wünschen. Die müsste die eigentliche Eröffnung machen. Wir müssten mit dem natürlich noch näher ran oder dahin. Wir könnten aber auch was anderes probieren. Wir haben den MD. Der MD ist sehr schlecht mit den ganzen körperlichen Werten, mit dem Schleichen. Also der... Die Position von dem Blatt ist eigentlich ganz gut, weil der ziemlich nah rankommt und der Gegner sich nicht wahnsinnig weit bewegt. Wir schicken die mal darüber. Und die hier einzuquetschen ist ein bisschen schwer. Was wir aber noch machen könnten, wäre eventuell, dass wir da über die Brücke laufen und da nah dran kommen und die dann von hinten erschießen können. Da müssen wir mal schauen. Also das Setup ist das A und O bei den Kämpfen. Wenn man ein gescheites Setup hat und dann den Kampf auch noch gut eröffnet bekommt, dann, das ist die halbe Miete. Mindestens. Na, der läuft ein Stückchen weiter. Okay. Hier haben wir auch dann noch die Leute. Die sollten wir möglichst nicht triggern. Ich denke, es gibt einige Items, die wir können. Quiet. Bis dahin läuft er da auf jeden Fall. Like this? So. I completely brought the wrong outfit. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Moving quietly. So, mit denen müssten wir natürlich jetzt auch gucken. Na, die müsste ich jetzt hier im Blick haben. Dann sieht man den roten Balken aufploppen, wenn da jemand gesehen wird. Die bringen wir jetzt hier ein bisschen näher ran. Und der MD ist zu nah dran. Zurück, zurück, zurück. Okay, dann müssen wir wieder weg. I will try to remain hidden. Quiet. Die wird gesehen. Das geht. Ja, also da kann man sehen, wie viel der Stats-Unterschied macht. Die haben beide keine Fähigkeiten, aber der hat ja 85 und der hat irgendwie 65 oder so. Das ist schon von der Distanz ein Unterschied. Also den MD wird man auf jeden Fall keinen Kampf eröffnen wollen. Der wird aber auch gerade gesehen. Zurück, zurück, zurück. Okay. Quietly? Like this? Okay, die stellen wir jetzt erstmal wieder so dahin. Da kommt der Gegner wieder an. Wir müssen die irgendwie so, dass die halbwegs sicher sind. Und dann müssen wir uns wieder um die anderen kümmern. So, der hat eine ganz vernünftige Position. Gehen wir damit näher ran. Der läuft aber jetzt zu weit weg. Da will ich nicht hinterherlaufen. Jetzt kommen sie zu nah an den Eis ran, glaube ich. Der wird jetzt gesehen. Der auch. Und da hat es nicht geklappt. Der hatte meinen Charakter zuerst gesehen. Und deshalb hat jetzt die Eröffnung nicht funktioniert. Ich könnte jetzt den, weil wir aber trotzdem ganz gut aufgestellt sind, könnten wir jetzt die beiden hier mit den dreien ziemlich gut platt machen. Wir haben den jetzt da aufgestellt, der den ganz gut platt machen können sollte. Und das, die sollten mit dem sehr gut klarkommen. Und jetzt werden wir hier entsprechend drauf rushen. Ja, also mit dem laufen wir direkt darüber. Also die Charaktere. Ja, mit Flank. Dann bekommt man auch nochmal zusätzlichen Schaden. Also das ist ein... Kann man nicht, glaube ich,
mit Maus, ja genau, flankiert, 20% höheren Schaden. Unsere eigenen Charaktere haben zwischen 8 Aktionspunkten und 13. Also theoretisch gibt es eine größere Spannweite, aber der Steroid dürfte der langsamste sein, der hat 8. Also der langsamste Söldner, man baut sich wirklich einen Charakter, der sehr wenig hat, der hat dann nur 6. Aber Steroid ist realistisch gesehen der langsamste. Und die beiden sind aus der ersten Auswahl mit die schnellsten. Der hat zwar nur Beweglichkeit 88, aber setzt sich eben auch mit aus der Stufe zusammen. Und Maus hat beispielsweise zwar mehr Beweglichkeit, aber insgesamt nur 12 Punkte, weil die Stufe 1 ist. Und dann werden wir jetzt hier mal... also man kann entweder natürlich laufen, man kann hier sehen die Gratisbewegung, weil wir eben Beweglichkeit mit dem genug haben, können wir ein paar Felder uns gratis bewegen. Wir können auch wir können natürlich schießen, das kostet Punkte, wir können aber auch diese Fähigkeit benutzen. Und die werden wir jetzt auch benutzen. Wobei der ist schwer verletzt, da probieren wir was anderes aus. Wir schießen einmal mit einem Minimum drauf, vielleicht reicht das sogar, um den zu töten. Ne, leider nicht. Jetzt ist der aber schon fast tot. Ich hätte noch mit einem Einzelschuss schießen können. Ja, dann zielen wir noch. Damit ist er auf jeden Fall Matsche. Okay. Ja. Okay, der hat jetzt noch 4 Punkte. Der hat aber nichts, was der erreichen könnte mit einem Schuss. Den lassen wir da jetzt erstmal so stehen. Dann gucken wir mal, dass wir die beiden hier erledigen. Da haben wir den Eis. Der schießt mit dieser Fähigkeit immer auf das nächste Ziel. Der kann nicht mit der Fähigkeit auf ein anderes zielen, leider. Was ist ein bisschen... schwer macht, damit zu planen, weil manchmal kann man die Reichweite nicht genau sehen. Ich hatte das hier schon mal, hatte ich den Gegner da und der war noch ein anderer da und der wollte dann unbedingt den angreifen. Das, ja, ging dann nicht. Das Problem ist jetzt hier, dass der in der Hocke ist und da machen wir jetzt auch nochmal weniger Schaden. Das ist nicht ganz so optimal. Hello. Wir haben den Barry noch hier hinten. Den könnten wir auch noch einsetzen, um da hinzulaufen und drauf zu ballern. Ich glaube, das mache ich jetzt hier auch mal. Einmal dahin und schießen. Ja. Der kann direkt nochmal schießen. Ja, das war aber nicht so doll. Schwer verletzt. Die ist eben auch gut schnell. Die kann jetzt auch mit der Fähigkeit dahin laufen und... schön wäre, aber wenn wir beide theoretisch umpusten könnten, aber das sollte von hier aus möglich sein. Na, probieren wir mal. Feels good when we're winning. Ja, ich treffe zwar gut, aber die machen halt alle keinen Schaden. Ja. Ah, der ist immer noch nicht tot. Okay. Keep it in real. Dann schießen wir... einmal hier mit. Und zwar mit 5. Der ist platt. Jetzt können wir diesen Eissturm noch nehmen. Und den Rest da drauf. Und ich hoffe, dass wir den damit versenken. Ja. Kaputt. Und dann haben wir den Blatt noch. Und der hat hier diesen fliegende Dolche. Das ist eine Killerfähigkeit quasi. Die ist sehr, sehr stark. Wir werden erstmal mit der anderen Fähigkeit hier ranlaufen und den einmal angreifen. So. Und dann werden wir die... der ist jetzt verletzt. Dann werden wir diese fliegende Dolche-Fähigkeit verwenden. Der wird jetzt zweimal einen Dolch auf dem werfen, glaube ich. Die Dinger kann man nicht gescheit sehen. Das sollte aber so klappen. Na, ah, was war denn das für ein Wurf? Okay. Der kann aber jetzt immer nochmal schießen und nochmal ein Messer werfen. Dann machen wir ein normales Messer. Fast tot.
Und damit haben wir alle ausgeschaltet. Das war jetzt also keine gute Eröffnung, aber ich habe meine Leute gut positioniert bekommen. Vorher. Also es hat insgesamt jetzt gut funktioniert. Aber ganz ideal war es nicht. Dadurch, dass ich halt 6 Leute habe, kann ich halt ein bisschen was kompensieren. MD present. So, hier war irgendwas zum Looten. Ne? Da. Okay, da haben wir auch eine Granate. Yes. Also ich mache immer Loote alles mit T. Sure, we'll get there. We're going, right? So. Okay. Da haben wir jetzt noch 2 Gegner und da müssen wir uns jetzt auch erstmal wieder gut aufstellen. Quiet and deadly as the plague. Und für die gute Aufstellung sollten wir uns idealerweise mit 2 Charakteren hier vorbeischleichen, damit wir den hinteren töten können. Und die anderen, die sollten, naja, hier irgendwo, der MD ist halt ein bisschen problematisch. Aber das sollte so. Stellen wir den da hin. Der sieht die Fox schon. Die hat halt leider keinen Schleichbonus. Also nicht diese Schleichfähigkeit. Maus hat die, aber dafür hat die bessere Eröffnung. Wir müssen warten, dass der vorbei ist. Ja. So, jetzt gucken wir. Weg. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Die sind wieder okay. Ready. I will try to remain hidden. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Und jetzt hier ganz schnell. Da habe ich jetzt nicht den letzten Klick noch gemacht. Weil ich dachte, dass das zu schnell ausläuft. Das ist leider viel zu hektisch mit Echtzeit und das alles einstellen. Ja, der ist aber jetzt noch nicht wirklich. Also der ist überrascht. Aber wir haben trotzdem unsere Leute eben wieder ganz gut aufstellen können. Die werden aber jetzt eben eine Repositionierung haben und eventuell auch dabei auch schon zu schießen können. Wir probieren jetzt was anderes aus. Man kann nämlich einen Overwatch aufstellen und die werden sich auf jeden Fall gleich bewegen und dann können wir da mehrfach drauf schießen. Ob das so sinnvoll ist? Eigentlich nicht. Mit dem Overwatch kann man zwar 3 Angriffe machen, aber der wird nur einmal den triggern. Und wenn der kein Overwatch macht, kann ich auf den 2-mal schießen. Also macht Michael das hier eigentlich keinen Sinn. What? Besser wäre es, wenn wir den einfach komplett umlaufen würden. Wir können aber auch mit Fox nochmal versuchen, hier zu schießen. Ne, Fox ist sichtbar. Wir bewegen uns mal mit dem dahin. Wir können immer noch Stealth Kills machen. Wir sind nämlich immer noch. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr verborgen. About to make mince meat here. Okay. Dann probieren wir hier den ungeschützten Oberkörper anzugreifen. Oder wir werfen dem einfach ein Messer hin. Ja, machen wir das. 24. Jetzt haben die ihre Repositionierung, wo die theoretisch auch schon angreifen könnten. In Deckung gehen und jetzt könnten wir dahin. Ich will euch aber jetzt auch mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn man das dann hinbekommt, ja, also mit einem richtigen Stealth-Angriff. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist leider immer ein Gefrickel mit diesem Echtzeit-Start-Ding. So, ich hatte das noch ein paar Mal ausprobiert und entweder entdeckt wurden oder nicht getötet bekommen mit dem einen Schuss. Der hat auch einen Helm an. Ich werde das jetzt mal anders machen. Dass wir stattdessen da vorne dem einfach mal so einen Hinterhaltsschuss reingeben. Ach, Moment, wir machen das auch noch anders. Wir können mal. Na, das macht aber auch keinen Unterschied. Der Blatt, der hatte halt eine. Hier eine.
ein Silencer drauf. Sneaking up on this guy's walls. Ich werde das folgendermaßen probieren, dass ich die beiden jetzt nach hinten setze und den Kampf hier vorne eröffne. Einfach nur, damit ich dem direkt die Rübe wegschießen kann und euch das mal zeigen kann. Wir schicken jetzt die beiden da rüber, das sollte klappen. Und die kommt jetzt da mal ran. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ja, der hat was gehört, einen Schuss. Und der ist aber jetzt immer noch überrascht. Der hatte also seinen Bewegungszug jetzt noch nicht gehabt. Wir können jetzt einfach auf den drauflaufen. Der hat eine Sniper Rifle. Also entweder, also er, wenn er seinen Repositioning-Zug hat, kann der eben theoretisch auch schießen. Aber das muss man halt jetzt riskieren. Ich könnte da jetzt auch wieder ein Overwatch ansetzen oder so. Aber da drauf zu laufen, macht, glaube ich, einfach am meisten Sinn. Ja, er hat sich zurückbewegt. Und der hat die gepindowned. Das bedeutet, dass das jetzt ein Schuss ist, der aber dann in die nächste Runde geht und erst dann durchgeführt wird. Ja, macht nichts. Wir greifen den jetzt hier nochmal mit dem Messer an. Die Reichweite ist halt nicht wahnsinnig hoch, aber der macht halt damit ordentlich Aua. Mehr Aua als mit der Waffe. Und ich glaube, weiß nicht genau, wie das mit der Trefferchance ist, aber der scheint damit auch ziemlich zuverlässig zu treffen. So, ja, die hätten wir auch erledigt. Und dann werden wir hier mal gucken, was wir abgreifen können. Hacken, ja. Also wir haben keinen, der jetzt besonders gut in Mechanik oder Hacken ist. Schlosserwerkzeug, um das aufzubrechen. This door is fastened as with lock and key. Oder eine Brechstange. Die finden wir aber doch bestimmt hier. Oder haben wir unten vielleicht eine übersehen? Kriegen wir nicht auf. No sweat. Da ist noch eine Kiste. Let's see what kind of snacks we got here. Da liegt auch noch eine Kiste, aber ich glaube, die. Naja, zumindest hiermit können wir sie nicht öffnen. Oder sehen. Da haben wir ein Gewehr 98. Naja, das ist halt, ne, für Reichweiten dann. Aber damit kann man eben nicht diese Run-and-Gun-Fähigkeit benutzen, also laufen und schießen. Ah, da haben wir noch eine Leiche. We move with certainty. You got it. We will do. Okay. Gucken wir noch mal gerade. Wir haben eine Zange, eine Drahtschere. Mhm. Kann nicht repariert werden, automatisch im Inventar verwendet. Zerschneidet Maschendraht. Of course. Okay, das habe ich noch nicht benutzt. Also wir haben jetzt da eine Kiste, die können wir leider dann wohl nicht öffnen. You got it. It's stuck. Maybe it just needs lubrication. Jo, mehr ist in der Zone dann auch nicht. Sure. We will do. Wir gucken uns hier noch mal weiter um, aber ich glaube, da kann man auch nichts mehr plündern. Die haben wir. Let's go. Da liegt jetzt auch nichts mehr irgendwie in der Seite rum. Let's move. Now that looks like something we could use. Weiter. We're moving. Heading out. Ja, da hatten wir schon. Okay. Also da hätten wir jetzt noch eine Kiste, wofür man theoretisch nochmal zurückkommen könnte, wenn man will. Man kann hier nochmal einblenden. Ich blende mich mal gerade aus.
Da gibt es halt ein Sektor-Inventar, steht jetzt 0. Ich kann jetzt hier in den Sektor reinklicken und kann da in den Sektorversteck gehen und da kann man sich halt die Sachen ansehen, die da liegen. Brauchen wir jetzt hier nicht. Ich kann auch mal ins Inventar gehen und kann beispielsweise den MD, der mit dem Schleichen so schlecht ist, dem kann ich hier die Waffe eben in die Hand drücken. Und der kann dann während des Kampfes auch zwischen den Primär- und Sekundär-Sachen hin und her wechseln. Das kostet einen Punkt, da zu wechseln. Am Anfang, ich glaube, wenn man eine Zone betritt, werden die Sachen automatisch alle nachgeladen. Oder wenn man aus dem Kampf rausgeht, dann muss man nicht manuell laden. Wir haben außerdem den Eis mit einer Granate. Die Granate hatten wir gefunden. Die geben wir mal ins Inventar. Die Munition und so weiter, die ist hier als Truppvorräte separat gesammelt. Also da muss man sich dann nicht drum kümmern, dass man immer die Charaktere mit der passenden Munition ausrüstet. Kampfmesser, ja, es ist halt Nahkampf, bin ich nicht so der Fan von. Die Messer gehen übrigens nicht aus, hier steht auch endlose Messer. Die kann man immer weiter werfen. So. Okay, dann gehen wir mal nach Dorf Ernie und werden das mal, ja, befrieden. Oder wir könnten auch theoretisch das Dorf erstmal außen vor lassen. Aber dann könnte das hier ein bisschen eng werden mit dem Budget. Ne, wir laufen schon zum Dorf Ernie. Ich muss das hier mal wieder anmachen. Weil wir kriegen dadurch dann weiteres Geld. Und wir brauchen das, um unseren Vertrag hier zu bezahlen. Und um den Vertrag zu verlängern von den drei Leuten. Und ich weiß nicht, ob das hier... Ja, können wir mal abbrechen. Wir könnten theoretisch auch planen, hier hinzulaufen. Die Gesamtzeit wäre 1 Tag und 17. Dann wären die aber wahrscheinlich außer Puste und könnten dann auch nicht mehr gescheit kämpfen. Wir gehen erstmal zu dem Dorf und dann können wir das diese Folge auch schon machen. Ja, Satellitenansicht und Geld und Verträge. Ja, die Verträge laufen halt irgendwann aus. Und es wurde uns noch gesagt, dass wir hier immer mal wieder so Diamantentransporte sehen und dass wir die dann auch überfallen können, um zusätzliches Geld zu bekommen. So, da haben wir die Killerbienen, 6 Gegner. Wir haben 2 Marodeure und 4 Schergen. Ja, sind wir jetzt in der Nacht, klarer Himmel. Und wir haben ein bisschen was an Infos. Pierre, this is not who you are. Robbery, slavery, murder. How can you take part in such things, my son? Do not call me that. It is not for you to say who I am, but I will tell you one thing. I am not soft and weak like you. This country needs strong people and a brave leader like the Major. Is this why your leader has kidnapped President LaFontaine? To prove how brave he is? LaFontaine is a fool. The Major was right to take him down, and now I'll capture his daughter as well. She fled to this island like a coward, just like you and your friends did all those years ago. Mon Dieu. I have to warn her. You have to sit on your ass and do nothing. My men should have captured her already. Now stop wasting my time. I need to go back to the fort and report. Ich glaube, das ist der Pierre, ist der Anführer von dieser Insel auch. Ready das to, ist. Do stuff. Naja. Hier können wir jetzt die Startposition einstellen, das ist aber egal, ist sowieso in Echtzeit hier. Feinde. Hier haben wir halt schon vorher ein bisschen, ja, Intel, was den Sektor betrifft. Deshalb haben wir hier schon so, ja, ein paar Angaben, wo wir was finden können. Also wir haben hier Feinde und wir haben da Feinde. Aber ich glaube, die sind viel stärker verteilt. Müssen wir mal gucken. Ja, da sieht man nämlich auch einen. Also die Angaben waren jetzt noch nicht mal besonders richtig. Ja. Okay, also hier auch wieder, wir müssen die Charaktere eben in möglichst gute Positionen bringen, damit wir da möglichst mit allen direkt drauf rushen können. Da steht einer auf dem Haus drauf.
won't see me until it's too late. Also hier haben wir drei Leute. What? Und die sollten wir eben auch versuchen, direkt auszuschalten. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Okay. Der Typ ist im Moment nicht mehr auf dem Haus, aber der stellt sich natürlich gleich wieder aufs Haus. Wir könnten versuchen, da zwei Leute hinzusetzen. Yes? Dadurch, dass der erste Angriff frei ist, könnten wir auch, also mit Fox, könnten wir auch mal versuchen, dass wir ihr das Gewehr mal geben. Und dann wird sie einfach mal mit dem Gewehr den Kampf eröffnen. Probieren wir mal. So, Wechsel. Die sollte sich dann halt natürlich trotzdem eine Position suchen. Das ist ja dann trotzdem ein Stealth-Angriff. Bloß, na, der wird gesehen, aber... Moving quietly. So. Nicht mehr? Yes? Okay. Dann gehen die möglichst dran, weil von der Entfernung machen wir da halt nichts. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. So. I think I can do this one from behind. Da hat man aber sehr schön gesehen, wie das da noch abgeprallt ist. Okay, ja, das war zu weit weg. Jetzt haben wir den Typen da oben. Da kommen wir natürlich nicht so wirklich dran. Wir können aber vor dem quasi weglaufen. Wir werden erstmal... wir können natürlich hiermit auch nochmal schießen. Got a clear shot here. Probieren wir mal den noch. Nope. Well, erledigt. Annie, looks like you've got your gun. You know, from the musical. Do you like musicals? Okay, die kann so. Ich wollte mal gerade gucken. Annie, okay. What? Dann gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier noch zwei Leute, die können wir mit denen aber nicht ganz optimal erreichen. Wir müssen mal gucken, wie wir da am besten noch auf die Gegner draufballern können. Damit könnten wir zwei Feuerstöße abgeben auf den Gegner. Aber der ist natürlich auch... Ah, da könnten wir... Da würde der Zweier Feuerstöße auf den anderen... Machen wir das einfach mal. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Aber die sind ein bisschen zu weit weg, als wenn das die wahnsinnig gute Trefferaussichten hat. Ja. Gut, der hat natürlich auch 85 Treffsicherheit. Also hier am Anfang Overwatch anzusetzen ist... Also vor dem Kampf Overwatch anzusetzen, ist immer ein bisschen problematisch, weil man seine Charaktere festlockt. Da kann man zwar ein bisschen was rausbekommen, wenn man richtig viele Gegner hat, aber in vielen Fällen macht es Sinn, das den Overwatch erst zu setzen, wenn die Gegner in Position gelaufen sind. Weil man dann entsprechend noch anders reagieren kann, wenn das nötig werden sollte. So. Den stelle ich mal auf Seite, der kann auf jeden Fall nicht mehr schießen. Die kann da natürlich auch nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ne, der kann da auch nicht mehr schießen. Okay. Ja, der ist viel zu weit. Wir machen hier mal den Stealth aus und wir werden auch mit dem laufen, damit der hier in eine gescheitere Position kommt. Der könnte das wahrscheinlich ähnlich machen. Also, dass der hier hinläuft und dann seine Fähigkeit benutzt.
Ja, das machen wir auch. So, die. Der sollte sich jetzt noch wegbewegen können, sagen wir mal. Naja, braucht auch noch einen. Einer sollte eigentlich reichen, aber machen wir mal besser zwei. So, Oberkörper. Na, da haben wir schon ordentlich den zusammengeschossen, aber es hat halt leider noch nicht ganz gereicht. Der geht jetzt dahin und in die Hocke. Es kann auch sein, dass die von da noch was angreifen. Okay, nehmen wir den nächsten. Da können wir auch wieder Messer werfen. Wir laufen erstmal nach da vorne. Kritztreffer. Hey, check out my man Blood over here. Styling and profiling. Ja. Da können wir zweimal ein Messer drauf werfen und dann hätten wir immer noch Optionen. Das machen wir auch. Der ist ja auch noch verletzt. Verfehlt. 24, schwer verletzt. Können wir nochmal ein Messer werfen? Und kaputt. You got it. Es sind noch Feinde in der Nähe. Verborgen. So. Wir werden uns jetzt erstmal noch um die anderen Gegner kümmern. Und dann werden wir... Scherge, da sind die. If I ever catch the asshole who is writing Legion go home on the walls, I'll cut his fingers off and make him write it with his own fucking blood. Yeah, les villageois need to respect us. Fuck the respect. They keep writing it wrong. What? Really? Yeah. He's writing Legion in English, like a dick-sucking foreigner lover. He never has l'accent aigu. I cannot abide by such a thing. That is what upsets you. If you bother to write something down, you should do it correctly. That's all I'm saying. Ja, ja, ja. Lebendes Brian, wem das nichts gesagt hat. Und die ist immer noch am Kriechen. Aufstehen. You want me to hide? I completely brought the wrong outfit. So, der ist jetzt ordentlich zu uns in die Gegend gelatscht. They'll never see me. Which is kind of a shame, frankly. Die sind jetzt aber wieder sehr stark verteilt. Also wir sollten da jetzt idealerweise jedem zwei Leute zuordnen, die dann umfahren. Machen wir die beiden hier hin. Dann nehmen wir die beiden, die nach hinten gehen. Ich sehe den dritten aber jetzt auch gar nicht. Da ist einer, da ist einer, da ist der andere. Okay. I was never good at hide and seek. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Quiet. Going. Still undetected. Hopefully I can do this quick and clean. Na, mach mal das da drauf. Ah, da hätte ich noch. Ah. Ja, hat ihn jetzt nicht gekillt, aber war schon ganz vernünftig. Scherge ist überrascht. Und hier würden wir beispielsweise jetzt auch keinen Overwatch machen wollen, ja. Also, weil die hier komplett im Offenen ist, fast tot. Der ist ein bisschen weit hinten, also idealerweise würden wir irgendwas verwenden, was den dann noch da erledigt. Also die beiden sollten wir schon noch für den abstellen. Die kann ja nur den töten. Aber der kann sich potenziell auch noch schlechter zu uns bewegen. Der eher nicht. Der könnte uns potenziell sogar ins Gesicht laufen. Ready. Aber der könnte auch weglaufen, dann kämen wir nicht mehr hinterher. Ich werde deshalb jetzt hier den Kampf starten. Damit ist der mit Sicherheit tot, würde ich sagen, wenn wir jetzt getroffen hätten. Na,
Das war nicht so sicher. Ah, aber wunderbar, der ist jetzt nicht. Die anderen haben aber nichts gemacht. Okay, auch ein bisschen seltsam. Target locked. Können wir nochmal schießen. Streifschuss. Dafür haben wir den Barry jetzt noch. Du darfst dann auch nochmal schießen. Alter Falter. Okay, die anderen sind jetzt auch alarmiert. Na, der da ist jetzt ein bisschen problematisch da hinten. Gute Schussposition. Das wäre es ja noch, wenn das keine gute Schussposition gewesen wäre. Okay. Die könnte sogar versuchen, den anzugreifen. Machen wir erstmal das. Das sollte ziemlich sicher sein. Der ist schon fast im Eimer. Eigentlich hätte der... Naja, machen wir mal den. Okay. Dann... lassen wir den mal, weil ich nicht weiß, was da sonst noch passieren kann. Also da jetzt drauf zu laufen, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Wir können versuchen... Ne, der muss auf jeden Fall in Deckung laufen. Die Frage ist, wohin der in Deckung läuft. Also treffen wird der nicht. Wir gehen darüber. Dann versuchen wir mal mit Fox den zu treffen. Das ist aber... Tja. Das wird aber wahrscheinlich nichts. Probieren wir trotzdem. Ja. Dann haben wir ihn. Mobiler Schuss, kein Ziel. Ja, das ist... Der hat da jetzt eine bisschen problematische Position. Das hier dient jetzt auch nicht als... Da steht zwar Schutz, aber da schießt man einfach durch. Das ist nicht so wahnsinnig... wahnsinnig toll. Wir könnten einfach ein bisschen von vornherein nach vorne laufen. So. Dann schießen wir damit einmal drauf. Streifschuss. Und dann Messerchen werfen? Schwer verletzt. Dann hätte der immer noch einen Schuss möglich. Kann man da sehen, ob der dann auch wirklich zweimal wirft? Manchmal machen die das halt nicht komplett. Da steht immer zwei Würfe. Wenn ich das aber jetzt hier nur so machen würde, na, dann wird er wahrscheinlich auch zweimal werfen. Ich gehe mal dahin. Streifschuss. Und damit ist er umgefallen. This is Emma. I just wanted to say thank you for helping the residents of Ernier. I'm sure I hired the right people. I'm going to be leaving for Port Cacao, where I'll try to find some leads about my father. But my main hope remains with you. This is Santiago. It looks like you certainly are the answer to our problems with the Legion. I have sent you an email with the details regarding our partnership. Good luck. Und damit copy that. Werden wir hier mal den Ort erkunden. Wir haben auch E-Mails bekommen. Die werde ich auch gleich vorlesen, aber jetzt kommt hier erstmal schöne Musik. Und während dieser schönen Musik werde ich einfach mal nur rumlaufen und Sachen plündern. Going undercover. Das brauchen wir eigentlich nicht. We're going, right? I have spotted a thing that wants an investigate. You just like watching me walk. Sure. Let's bounce. Take a look at this.
ready to, do stuff. Michael here. Word up. So, da gibt's auch keinen Grund zu warten, das können wir alles direkt einsammeln. No sweat. We're on it. With certainty. Yes. We're moving. You got it. You got it. Snicks. Of course. We're moving. Da müssen wir mal gucken. What are the chances I'll find a decent bottle of conditioner? Und da haben wir eine AK-47 gefunden. Sicherlich besser als das Gewehr. We will do. What is up, man? We're going, right? Da ist nichts mehr. You got it. Sure, we'll get there. So. Let's bounce. Da haben wir noch ein Auto, das können wir auch noch. Bauteile. Bauteile geborgen. So. Dann werde ich die Audio mal wieder leiser machen. So. Und dann gucken wir mal. Ah, wir haben jetzt Geld bekommen. Und jetzt wird uns auch angeboten, uns doch bei AIM Gold einzukaufen. Wusstest du, dass du die besten Söldner kriegen kannst, die AIM im Angebot hat? Legendäre Krieger können unter deinem Befehl stehen. Du musst nur einen Knopf drücken. Nutze dieses exklusive einmaliges Angebot für AIM Gold und erhalte vollen Zugriff auf unseren riesigen Katalog. Jetzt kaufen! Damit hätten wir eben Zugriff auf die hier, aber das... ja, jetzt zu dem Zeitpunkt macht das keinen Sinn, das, die können wir uns sowieso nicht leisten. Wir brauchen das Geld, um die ganzen Verträge von unseren Leuten zu verlängern, sobald die nämlich ablaufen, haben wir sonst ein Problem. So, Notizen, Rettung des Präsidenten, das ist halt eine längere Sache, Meyer zu Sprecke bringen, Fort Le Bleu, ja, müssen wir das Fort auf der Insel erobern, Pierre könnte Informationen über den Major haben. Ja. E-Mails haben wir eine bekommen. Leitfaden. AIM-Leitfaden. Der Weg zu einem besseren Anführer. Dieser Aufgabe des AIM-Leitfadens widmen wir uns Ärztinnen und Ärzten. Unsere Forschungen haben ergeben, dass Einsatzkräfte in der Regel in etwa 80% aller Missionen verwundet werden. Bei Trupps, in denen sich ein Arzt befand, lag die Überlebensrate um 40% höher. Das Überleben eines Söldners zählt für AIM zu den obersten Prioritäten. Also empfehlen wir wärmstens, einen Arzt mit ins Gefecht zu nehmen. Schau doch auf unserer Webseite vorbei und sieh dir unsere exzellente Auswahl an verfügbaren Ärzten an. Heute heuere sie jetzt an, das AIM-Team. Mit uns hast du deine Missionsziele immer im Visier. Und dann haben wir ja vertraulich ihr Söldnervertrag. Das ist das... von Santiago, die uns da eben angefunkt hatte. Diese E-Mail wird als vorläufiger Vertrag für ihre Dienste für Adonis zu betrachten. Ist als vorläufiger Vertrag zu betrachten. Das ist ein notwendiger Schritt, um die Zahlungen zu leisten, die ich im Namen von Emma LaFontaine zugesichert habe. 30.000. Wie Sie vielleicht bemerken werden, sind hierin keine Details zu den von Ihnen zu leistenden Diensten enthalten. Jedwede spezifischen Leistungen, die nicht bereits vereinbart wurden, werden in zusätzlichen Vereinbarungen verhandelt, die auf Bedarfsbasis erstellt werden. Zusammengefasst wird von Ihnen erwartet, die Kontrolle über die Diamantenminen des Festlands zu gewinnen und mit jeglichen Personen oder Organisationen zu verfahren, die diese Minen unrechtmäßigerweise besitzen und betreiben. Adonis besitzt einen exklusiven Vertrag für den Besitz und Betrieb dieser Minen. Also stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich in betriebsfähigem Zustand befinden und über ein angemessenes Personal und eine Verwaltung verfügen. Im Gegenzug werden Sie täglich für jede Mine entsprechend Ihrer Ertragsleistung bezahlt. Ich rate Ihnen, die Loyalität und Unterstützung der örtlichen Bevölkerung zu gewinnen, da dies die Produktivität der jeweiligen Mine steigern und den proportionalen Diamantenertrag unsere Profite immens steigern dürfte. Als Zeichen meines Vertrauens überweise ich Ihnen eine Forschungszahlung. Das sind die 30.000.
Allerdings erwarte ich, dass sie bald beginnen, die Diamantenminen unter ihre Kontrolle zu bringen, um einen steten Einkommensfluss für die Versorgung ihres Teams zu gewährleisten. Ich empfehle, von Ernie aus ein Boot zu chartern und so schnell wie möglich aufs Festland überzusetzen. Die Koordinaten der spezifischen Diamantenminen, auf die sich die oben aufgeführten Dienste beziehen, entnehmen Sie bitte Ihrer digitalen Karte. Ich werde Ihnen außerdem alle mir zur Verfügung stehenden Informationen zu illegalen Diamantenlieferungen in der Region weiterleiten. Wenn Sie einige dieser Lieferungen abfangen können, werden wir Sie selbstverständlich für Ihre Mühen entlohnen. Santiago, Adonis Corp, Leitung. Ja, das waren die Nachrichten. Okay, dann werden wir hier noch mit den Leuten reden. No sweat. Schmieriger Basil. I saw you handle those Legion thugs. Not bad. I don't expect you did it for free, huh? We don't have the money to pay for your protection. Wir verlangen keine Bezahlung. Ein wenig Geld könnt ihr doch erübrigen. Wir verlangen keine Bezahlung. Really? I can't see how that works for you. But I wouldn't say no to a good thing. If you really need to help us, you better do it before the Legion returns and someone else gets killed. Or were you just planning on running off like those other mercs? Other mercs? Wurde jemand getötet? My friend Tine. When the Legion came and started plundering, he shot at Pierre from a sniper spot. He missed, but they caught him later. And if I find the guy who ratted him out, they'll be held to pay. Was hat es mit Pierre auf sich? He took off when he was just a kid and joined the Legion. Came back home recently leading a bunch of marauders. Broke his papa's heart. Luke still loves his son. Still sticks up for him, even after Pierre killed our friend Tine. Sometimes I am wondering. But no. Luke wouldn't betray his old friend, would he? Weißt du irgendetwas über den Präsidenten? No, I am sorry. Politics doesn't concern me. My neighbors and I, we haven't seen anything good come from the government. The goddamn president. He can die or live forever. I don't care. So, was für Hilfe benötigst du? We don't know how to fight the Legion. There's not a single person here who has military training. I can teach my nephew over there how to fix a gun, but not how to use it. If you would help me assemble a militia, we may stand a chance against those bandits. Ist das alles, womit wir helfen können? Well, some time ago, I had buried a few old rifles. I could clean them and do some repairs, but that's hardly enough to defend ourselves. That's not even enough protection for a quickie. Battle, I mean. I know. There should be at least one machine gun left over from the war, hidden around the island. If you bring it here, I can fix it up and we can mount it somewhere with a clear field of fire. Hilf uns, dir zu helfen. I don't know how a poor man can help people like you. I'm not in the business of killing people. Well, I work with gizmos and gadgets. See if these are any use to you. Ja, da haben wir jetzt unseren Dialog-Perk nutzen können. Wenn wir jetzt Psychopath gewesen wären, hätten wir vielleicht was anderes nehmen können. Oder wenn wir in der Gruppe jemanden hätten, der Psychopath ist, aber da haben wir halt keinen. Was für andere Söldner? Some buffoons. Who tried to look tough, but mostly failed. I asked them to give us a hand with another gang, but they said they were too busy with some important mission they had. They had a shiny new boat with the Adonis logo on it, but I don't think they were the corporate type. I told them they could just hire me to give them a ride. These waters are treacherous, but they didn't listen. Wir brauchen ein Boot. Well, I'm available for charter, but I'll make you a deal. If you take care of our problem with the Legion, I can give you a discount on my fee. When you're good to go, just open the map and show me the route, and I'll get old Betty gassed up and ready for travel. Keep in mind,
that once I drop you on the mainland, I'll be heading back home. You can rent another boat from any port sector on the mainland. Tschüss. Goodbye, my friends. Jawohl. 5 Loyalität, 20 Bauteile. Und Bauteile sind halt die Ressourcen, mit denen wir Sachen reparieren, aber mit denen wir dann auch, naja, Waffenmodifikationen machen und so weiter. So, reden wir noch mit Luke. Who are you? You are soldiers, but not with the Legion. Who sent you? Das war der, der am Anfang mit Pierre geredet hatte. Pierre ist sein Sohn. Emma LaFontaine hat uns geschickt. Emma? The President's daughter? She's alive? I am so glad I tried to leave the village to warn her about the Legion troops trying to capture her. But my son Pierre didn't like that. He commands the Legion forces here on the island, but he's not really one of them. I mean, he's not like them. He's a good boy. Please, if you are here to fight the Legion, please try and spare my boy. Pierre ist ein Verbrecher. Wir geben unser Bestes, Pierre zu verschonen. Das werde ich auch tatsächlich. Also man hat dann auch die Auswahl, was man da machen wird. Nein, da will ich jetzt mal noch nicht spoilern. Also wir machen das jetzt hier mal. Wir geben unser Bestes, Pierre zu verschonen. Und ja, wenn wir dann die Möglichkeit haben, werden wir das tun. Thank you. You have a heart of gold. Now I have some hope for the future. Was hat es mit Pierre auf sich? He doesn't understand the choices I've had to make. He doesn't respect me, so he won't listen. But he might listen to you. He's just misguided. Make him see that what he is doing can only end in his death. Welche Entscheidungen? After my wife was killed by a band of river pirates, I convinced a group of friends to move with me and my son to Elny Island, away from all the fighting. But Pierre, well, he doesn't understand why I did not seek vengeance, so he ran away and joined the Legion. Pierre ist einfach fehlgeleitet. Pierre always had a sense of honor, but the Legion corrupted him, made him do bad things in the name of discipline and strength. Now he can't tell the difference between justice and cruelty. Erzähl uns mehr über Ernie Island. Pierre hates this place, but he also wants to protect it. When my friends and I came here, we dreamed of building a safe haven in his own way. So does Pierre. Okay, was ist mit Tinny passiert? He was my oldest and dearest friend. He used to take care of my son when he was little. But when Pierre came back with his new Legion friends, they slaughtered old Tine like a dog in the street. And Pierre just watched and did nothing to stop them. Hast du irgendwelche anderen Söldner gesehen? Oh, those people. One of them. What was his name? Bev? I can't remember. Anyway, he was planning to dock at the abandoned resort, Côte d'Azur. I warned him to avoid it. The underwater rocks there are treacherous. That's why they cancelled construction. He laughed at me. Said his fancy new boat with the modern fiberglass hull could handle it. Ja, eine andere Söldnergruppe mit einem Anführer namens Beef. Tschüss. Farewell. Kann einem bekannt vorkommen, wenn man Jack and Lions 2 gespielt hat. Let's bounce. Und dann haben wir da noch Martha. We're moving. I have found a thing. A thing? Da haben wir noch was zum Hacken. Infos erhalten. Infos über Smaragdküste. Martha. Well, you sure know how to handle those Legion thugs. Wish I could say the same about my husband. They waved their guns at him and he just tucked his chin and followed. That's what I did the first time someone waved the gun at me. And the second time. And the third. If he isn't kidnapped, he's going to wish he were dead when I lay my hands on him.
Ihr Mann? Those Legion bastards came here and drank everything, and then they pushed my Herman outside and said they want to pay him for his services. I am worried about him, but I have my doubts about this whole affair, I tell you. Wir werden ihren Mann suchen. Thank you. It's good to know there are still decent people in this world. Please bring my Herman back to me. We'll make sure he gets home safely. And if he happens to be fooling around with that little hussy Didi from the Emerald Coast, be sure to tell me. Didi? Didi Bombastic. She's some kind of wild child who spends her days blowing things up and making explosives for the Legion. She's had her eye on my Herman for a while now. Wouldn't surprise me if she sent those thugs to kidnap him for her. Smaragdküste. It's a nice stretch of beach and sand dunes. Herman and I were planning to build a cottage up there, but we found out the place was littered with landmines. I do not like mine layers. They never pick up after themselves. And I'm sure it is all her doing, that harlot. Was ist mit dem Präsidenten? What president? Oh, come on, my man's missing. I don't care about politics. Na gut. If Herman has been cheating on me, I want to be the one to kill him. Okay. Dann haben wir hier aber noch zwei andere Sachen. We're going, right? Bei dem hier können wir leider nichts machen, weil wir keinen Mechaniker dabei haben. Der Projektor startet nicht. Jemand mit höherem Technikwert sollte ihn reparieren können. Yeah, I figured that much. I also tried switching the power on and off, and I even removed the lens cap. Naja, ich glaube, damit würde man 5 Loyalität bekommen, bin mir aber nicht ganz sicher. Ein frisches Grab, bedeckt mit Blumen und Kerzen, mit ein paar auf das Kreuz gekristelten Worten. Tinney Tennan, Gründer, werter Freund, und wir waren... Jetzt kann man entweder da draufklicken oder man klickt auf das Log. Wir werden dich schmerzlich vermissen. Okay. Damit sind wir jetzt hier auch mit dem Dorf erstmal durch. Sure. Und wir werden dann auch direkt weiterziehen und dann hier diesen nächsten Sektor machen. Und da können wir auch sehen, da haben wir noch einen unterirdischen Sektor, der damit bei ist. Also, wir haben jetzt Ernie auf 30% Loyalität. Umso höher die Loyalität ist, umso günstiger wird es, die Milizen auszubilden. Also, wir könnten jetzt hier eine Operation starten. Dann hätten wir hier Milizausbildung. Also Operation ist im Endeffekt alles das, wo man heilen kann, wo man Sachen repariert und so weiter. Und ja, wir könnten auch Gebiet ausspähen. Damit würden wir weitere Informationen zu den anderen Sachen bekommen. Das ist, kann man machen, ist aber an sich, könnte man das auch als Zeitverschwendung ansehen. Weil, also zumindest jetzt am Anfang, weil das führt auch dazu, dass beispielsweise die Leute dann verletzt nach Hause kommen und so weiter, ist nicht immer so super gut. Söldner trainieren, damit kann man natürlich die Werte von den Leuten hochpushen. Also man könnte jetzt beispielsweise Fox trainieren lassen, Geschicklichkeit, und dann würde der am Lernen ist, halt seine Geschicklichkeit steigern. Wir haben Erholung und Entspannung. Damit würden die sich ausruhen und die würden dann, glaube ich, ganz kurzfristig einen Buff bekommen. Gegenstände reparieren, Munition herstellen und Sprengkörper herstellen. Ich klicke jetzt nochmal auf Miliz ausbilden. Jetzt können wir hier sehen, es kostet aktuell 1800, so eine Miliz auszubauen. Außer der, weil der halt Negotiator ist. Sobald wir den mit reinnehmen, kostet es halt nur noch 1440. Aber schnell geht's, wenn wir Fox und MD nehmen würden. Das steht zwar nicht hier, aber dadurch, dass die beide Teaching haben, das zählt nochmal für 50 Punkte extra. Die wären also auf jeden Fall die Besten da drin. Wir haben beide diese Teaching-Fähigkeit. So, das machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt nochmal kurz ins Inventar und werden dort... Ich hatte noch die... Ja, genau. Die sollten wir noch verteilen. Könnten wir beispielsweise auch an den Eis geben? Ich weiß gar nicht, ob der seine Fähigkeit damit verwenden kann. Oder ob die Pistole
nur auf die der Pistole geht. Können wir einfach mal ausprobieren. Geben wir dem die Waffe in die Hand. Und Fox kann übrigens mit zwei Pistolen, also eigentlich kann jeder mit zwei Pistolen gleichzeitig schießen, glaube ich, wenn wir jetzt einfach dem MD die Waffe in die Hand geben würden. Aber Fox hat da eine bessere, ja, Fähigkeit zu. Moment, das hat 20 Reichweite, das hat 14 Reichweite. Naja, wir könnten auch dem das hier geben. Nee, Quatsch. Das machen wir so. Und dann kriegt die die beiden und für die hohe Reichweite nimmt die das. Probieren wir das mal so. Aber das probieren wir dann beim nächsten Mal, wenn wir hier in diese Bunkerzone, also erstmal in die obere Zone gehen und dann wahrscheinlich auch beim nächsten Mal in den Bunker. Neue Folgen gibt es jetzt erstmal immer täglich. Gerne aber auch den Kanal abonnieren. Wenn ihr das Let's Play später verfolgen solltet, könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung eine Playlist finden mit allen Folgen, die dann bisher erschienen sind. Die werde ich alle nach und nach da einsortieren. Nicht immer direkt live, aber immer sonntags spätestens werde ich die neuen Folgen wieder da reinpacken. Das war's dann für dieses Mal. Solltet ihr das jetzt noch am 14. bis so Mittag geschaut haben, also kurz nach dem Erscheinen des Videos, aktuell gibt es das Spiel noch mit 20% Sale, ab 15 Uhr dann nicht mehr und dann muss man halt gucken, wann es nochmal im Sale ist. Ich glaube, der Neupreis war, also der Vollpreis waren 45 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da aber vielleicht ein kleiner Tipp. Wenn ihr das Spiel physisch bestellt auf Amazon, ich glaube, da bekommt ihr das für 40 Euro. Kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das so. Das soll es jedenfalls für dieses Mal gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.